Okay, weißt du was? Wir gucken einfach mal kurz rein. Wir gucken nur rein, ob das wirklich so langweilig scheiße ist. Wir geben es einfach mal kurz eine Chance. Tinder, okay? So lange nicht mehr. Jeder wartet drauf. So, sag kurz, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, diese Frage, oder? Kultur? Du redest über Kultur? Wenn du mich nicht respektierst, respektierst. Hä? Woher kommt Barello auf einmal? Dir mein Vollbart. Was für Vollbart, Digga, mit seinen Fake-Haaren da drinne. Walla Pila. Er sagt... Mit deinen Fake-Haaren, Walla Billas. Vollbart, aber das sind einfach nur Schamhaare im Gesicht. Ich normal für dich würde ich mich hier nicht umdrehen. Gar nichts, Digga. Ich bin die, die einen Dick hat. Ey, das ist, glaube ich, zu viel. Ey, Karim, ich glaube, ich sollte nicht darauf reagieren, Bruder. Ey. Guck das. Nein, 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 nein. Ey, was ist das? Offenbach daten, ja oder nein, begründet. Sieht wie Huda in Fake-Version? Nein, weil ich will niemanden, der von Clown zu Clown hoppt. Oh! TikToker lecken meine Eier. Und sie kann auch Eier lecken. Mein Gott, Ladies and Gentlemen, wir sind heute in Frankfurt. Heute wird es ein ganz spezielles Tinder-Video. Denn heute haben wir ein ganz bekanntes Gesicht in der Reihe. Nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Mädels. Soll ich auch mal bei sowas mitmachen? Habt ihr Bock? Boah, echt nicht. Nein, nicht. Nicht lieber. Gut, mal gucken. Ich überleg's mir. Es wird auf jeden Fall ein Comeback-Tinder-Video, denn viele haben sich's gewünscht. Und ich habe gesagt, ich gehe raus und organisiere ein Tinder. So, dann würde ich sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Es ist viel zu lange her. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt hinterherkomme, dass wie der Ablauf ist. Wisst ihr, wie lustig das ist, wenn ich das hier gerade sehe? Ihr wart bestimmt auch schon ab und zu mal da unterwegs und ich auch. Das Ding ist, ich laufe da rum und keiner erkennt mich. Jetzt ist mein Leben zerstört. Jetzt wird mich jeder erkennen, den, ja nee, ich muss jetzt mir Gedanken machen. Oh nein, der kennt mich, da kennt mich einer, Bruder, ich kann nicht dahin, da kennt er mich. Ja nee, wenn ich in Ruhe essen will, bitte, ey, sprecht mich nicht an, wenn ich gerade mit meinen Kollegen am Essen bin, bitte, hört auf, das macht man nicht. Wartet, bis wir fertig sind und dann kommt auf mich zu, wenn wir dann den Laden verlassen, okay? Ich sag jetzt schon im Voraus. Und ein Bild mit mir kostet 10 Euro, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Nicht, dass dann am Ende heißt, ah, Ehrenlos, nein, ich sag jetzt schon mal 10 Euro, Bruder. Das war Spaß. Aber ich werde mein Bestes geben. Wir werden jetzt die Mädels abchecken und dann will ich einen Applaus und Jubel und genauso andersrum, okay? Das ist fake. Also, Ladies and Gentlemen, das sind unsere Mädels. Oder klatschen. Oh mein Gott, guckt sie euch mal an. Das wird ja hier immer... Darf ich eigentlich gegen... Solan? Oh mein Gott, bist du sexy. Kann man erjeften. Und das sind unsere Jungs. Oh, hier ist auf jeden Fall noch Tote. Oh mein Gott, den kennen wir doch irgendwoher. Der Schlimmste hier. Oh mein Gott. Ihr wisst, was zu tun ist, wie der Hase läuft. Tinder auf meine Art. Ladies first. Wir fangen hier an. Hello. Hello. Wie geht's Ihnen? Super toll. Ja, woher kommst du? Aus Aschaffenburg. Ganz kurz, ich sag kurz was dazu, ja. Alle vier Frauen sind nicht mein Geschmack. Aber wenn ich von allen vier Frauen eine muss, dann würde ich sie nehmen. Ich habe keine Wahl. Habt ihr die anderen gesehen? Aus Aschaffenburg? Oder vielleicht ändere ich meine Meinung. Warte. Ja. Dich kennt man, oder? Klar, Digga. Ja? I love big fat cocks. Oh mein Gott. Ich nehme das zurück. Was? Weißt heute, was deine Aufgabe ist? Ich muss matchen. Bevor du matchst, musst du ihn abchecken. Von oben bis unten. Check ihn ab. I've been really trying, baby. Ey, warte mal, die Jacke habe ich auch, das Hugo Boss Jacke. Warte. Really trying, oder nee, doch nicht, alles gut. Okay. V-Skills? Wie? Sieht aus wie V-Skills. Okay, sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Boah. Nein. Okay. Also sagst du einmal nein. Weiß ich muss gucken, wie es unten runter aussieht. Wie meinst du? Ey, Chat, ich weiß nicht, ob ich darauf reagieren darf, denn darf ich das? Hallo, Karim, wo bist du denn? Ich muss mal kurz anrufen. Nicht, dass ich hier gleich Bann kriege. Ey, am Ende, ich lieg aus Versehen Nummer, Bruder, warte mal kurz. Oh, warte, ich habe meine Nummer auf unbekannt, weil ich habe vorhin noch Dönerläden angerufen und die verarscht. Der wird eh nicht rangehen. Ah, es klingelt. Hallo? Mhm. Bruder, ich bin gerade live. Hallo. Ja, ich muss dich was fragen. Ja, was muss? Bruder, hier ist, ich guck diese Frankfurt-Tinder, Bruder, da, Janni, die sagt irgendwas mit Kok, ja Kok und was weiß ich. Feuer, danke für dein Abo, Janni, darf ich darauf reagieren, Bruder? Ich weiß nicht, das ist wie so eine Überraschungskiste. Manchmal ist da noch so ein Toss-Feature drin und manchmal nicht. Hä, willst du mich verarschen, Bruder? Ja, Bruder, keine Ahnung, Alter.
soll ich dir sagen? Okay, weißt du was, Bruder, scheiß drauf, ich guck weiter, Bruder, weil das... Auf Risiko, egal, sonst machst du wieder nächstes Special. Wenn du gebannt bist, dann machst du wieder einen Film einfach mit. Ja, okay, lass so machen. Ich bin entbannt von Twitch, wir nehmen Twitch ein jetzt. Das mal aber diese Basis, dann Twitch-Basis. Ja, ja, wir streamen das dann auf Twitch. Nein, wir machen nur Spaß. Ja, okay. Alles gut, Chat. Nein. Ich hab schon geplant, Bruder. Egal, soll ich machen. Ich ruf Theo an, Bruder, der erklärt. Meinst du weiter das Video. Komm mal her, Bro. Bevor ich zu dir komme, guck mal, was sie sagt. Ich muss gucken, wie er unten drunter aussieht. Ohne Mütze. Mütze, Glatze. Und alles nackig. Das hört euch nichts. Jungfrau? Echt? Alhamdulillah. Ja, Jungfrau noch besser. Okay. Ey, die ist wirklich, also... Ich wollte schon sagen, die ist hübsch und so, aber was weiß ich, Bruder. Aber das ist ja wirklich Katastrophe, was ich hier gerade sehe. Aber was ich höre, sorry, sehe und höre. Also das ist ja wirklich... Ich will wissen, was da unten... Haben wir die Ehre so hart verloren auf dieser Welt, dass sie sagt, ich will doch alles sehen. Ey, scheiß drauf. Gut, also eklig. Er ist gar nicht dein Typ. Keine Ahnung. Was sind denn deine Typen? Beschreibe uns mal optisch. Ja, ich freue mich, nämlich an jemanden klatscht. Hast du gehört? Ja, bin ich nicht. Kann ich ihm beibringen. Kann man machen. Stell dich mal vor. Ich bin der Brissell. Hat er gerade, kann man, davor hat er gesagt, Alhamdulillah, ich bin Single, jetzt sagt er auf einmal, kann man machen. Bruder, was bist du für ein doppelmoralischer Mann? Hä, das ergibt doch alles gar keinen Sinn mehr. Ergibt doch... Scheiß drauf. Ey, Bruder, Gott sei Dank kenne ich dich nicht. Sonst hätte ich dich direkt angeschrieben, hab gesagt, Bruder, sag, der soll das Video offline nehmen. Du hast dich selber gefickt. Was, Brasilien? Brissell. Bitte ich zuerst mal das Video, okay, dass wir es veröffentlichen? Auf jede Plattform, okay. Social Media. Guck, der hat sich direkt schon abgesichert, der Pumpkin Monkey. Bist du damit sollen wir das machen und so? Weil der weiß, der wurde gerade gefickt öffentlich. Sagt noch, ja, alles gut, kannst du machen. Jetzt habe ich dich gefickt, jetzt habe ich Content gemacht. Sehr schön. Ja. Haben wir dein Einverständnis? Ja. Gut, dann weißt du ja, was deine Aufgabe ist. Du checkst jetzt auch einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Eher nicht. Ja, Schuhe sehen ganz cool aus. Aber nicht mein Teil. Nicht dein Teil? Nein. Warum nicht? Warum denn? Aber da 777 hat sie im Lotto gewonnen, Janni. Was ist das denn? Hat der Jackpot geknackt, Janni? 777. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn mehr, Bruder. Blond. Blond? Ja. Stehe ich nicht drauf. Ich kann auch schwarz machen oder so. Ja, dann wäre besser. Dann wäre besser? Haram. Okay. Der Junge hat auf jeden Fall einen Kulturschock. Ich würde sagen, wir machen weiter. Sehr sympathisch. Es hat nicht so beefmäßig angefangen, so wie wir uns das vorstellen. So, dann haben wir schon mal die nächste. Stell dich mal vor. Okay. Ich bin Pia, ich bin 18 und komme aus Aschaffenburg. Pia, für dich. Schöne Augen. Wenn die echt sind, die Augen, nicht irgendwelche Pupillen, die man da dran macht. Die Augen, schaut mal auf die Augen, Chat. Die nächste, stell dich mal vor. Ich bin Pia, ich bin 18 und komme aus Aschaffenburg. Boah. Wow, die Augen sind schön, Bruder, wie bei Jujutsu Kaisen, diese Gojo. Sehr schöne Augen. Aschaffenburg. Pia, für dich ist das Video auch okay. Haben wir dein Einverständnis? Ey, hört doch auf zu schießen mit Ice Age und so, Jungs. Wir reden doch nur gerade über die Augen, Bruder. Das ist überall veröffentlicht. Ja. Okay, Ruf verloren. Check mal deinen Typen von oben bis unten ab. TikToker lecken meine Eier. Ach, der hat diesen Song gemacht mit TikToker lecken meine Eier. Das war der Typ? War das der Typ, Chat? Einfach Mois. Sie, du Gol. Oder er hat Chat mit Umut. VR-Chat mit Umut aufgegangen. Ach, das ist der. Okay. So, sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nee, weil ich glaube, der ist unten genauso behaart wie in seinem Gesicht auf Gorilla steht. Es tut mir leid. Okay. Genau, das ist das Problem, warum wir in Frankfurt zum Beispiel keine guten oder warum wir meistens keine Freundin haben, Bruder, weil genau das immer das Problem ist. Weil genau diese Frauen das Problem sind. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Bruder, weil er genauso oben behaart ist wie unten, Janni, kann man nicht rasieren? Gibt's keine Rasierer auf der Welt? Ist man direkt komplett behaart, Janni? Was ist das denn? Okay, was sind denn deine Typen? Definitiv nicht sowas. Okay. Eher so. Aber er sieht doch gut aus. Guck mal seinen Style allgemein. Nee. Und er ist bekannt. Mit einem Song ist er durch die Decke. Das interessiert mich auch. Mit einem Song ist er durch die Decke. Was ist da, ey, bitte. Sie hat stabile Doppelkinn. Ey, Karim, ist das okay, wenn man über Leute lacht oder ist das schon schlimm? Du kennst dich ja am besten aus. Du lachst ja immer Leute aus. Da haben sich ja schon die gewissen ein oder andere Leute angeschrieben, um dich zu ficken. Schreib mal, Bode. Ich muss wissen, Bode. Schreib. Hallo, schreib doch mal. Ist Gigant jetzt wieder gegangen? Der schwitzt, Bruder, ich muss schwitzen, Bruder. Ich habe keine Ahnung, ob ich darf oder nicht, Bruder. Am Ende, ich werde hier gebannt und danach TikTok sagt EX, Bruder. Egal, gut. Ah, nein, solange es nicht übertrieben ist. Ah, okay, perfekt. Doppelkinn, Bruder. Relativ wenig. Okay, dann hören wir uns mal die Meinung von unserem Kollegen an, ne? Ja, kein Fettshaming. Bruder, Fett. Hast du gerade kein Fettshaming?
Bruder, ich mach doch Friendly Fire. Wir sind doch beide fett. Ist doch scheißegal. Ist doch egal, Bruder. Friendly Fire on, Bruder. Ey, ich bitte dich. Kein Fettshaming. Das ergibt doch keinen Sinn. Wir sind doch auch fett. Wenn wir Fette beleidigen, was soll denn passieren, aber nach ihm, ja? Ist doch scheißegal, Bruder. Bruder, stell dich mal vor. Nack nur 6-3. Hört ihr das auch? TikToker lecken meine Eier. Bruh. Check sie mal ab von oben bis unten. Ey, warte mal, das war ja richtig schlecht. Oh mein Gott, warte mal. Also, Pumpkin Monkey macht ja wirklich, wirklich schlechte Videobearbeitung. Lecken meine Eier. Bruh. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich gerade denke? Wenn ich sowas machen würde, das würde komplett durch die Decke gehen. Bruder, ich kann gut cutten, ich kann gut entertainen. Pumpkin Monkey, dein Job ist in Gefahr. Ich bin da, jetzt nehme ich auch Real Life ein. Okuyedin, du kannst deinen Kanal schließen, ich komme. Ich mach doppelt so krass. Was ist das denn, die ganze Zeit, der filmt den? TikToker lecken meine Eier. Tamam, Bruder, wir haben verstanden. Und dann auch dieser, keine Ahnung. Gut, locker, easy, Bruder, locker, mach ich. Check sie mal ab von oben. Warum distanzieren wir uns denn jetzt? Ach so, egal, weiter geht's. Bis unten. Bruder. Okay. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ich hab's dir nicht schon angeguckt, weißt du? Ja. Yeah. A, du hast diese Leute vorgestellt als Mädels. War richtige Wort, weil ich interessiere mich für Frauen. Fakt 1. Okay, stark, oh. Okay, das war stark. Gut, guter Satz. Und Fakt B ist, TikToker lecken meine Eier und sie kann auch meine Eier lecken. Sie kann auch meine Eier lecken. Wenn die jetzt sowas sagt, wie ja, würde ich gerne machen, dann ist wirklich, also sorry, dann sind wir hier in einem ganz anderen Level, ja, von Cringigkeit. Oh, scheiße, Alter. Aber was macht der für Blick, Bruder, als ob der den gleich fickt? Der macht so diesen. Ah, Safi, Bruder, der hat sich richtig gefühlt gerade. Guck mal, sie guck kann mal. Auch cool. Oh, scheiße, Boah, Alter. Sigma, Bruder. Nadja Offenbach. Ey, was geht ab, Alle? Sag mir, Bruder, alles klar, sag mir, Bruder. Stell dich mal vor, trotzdem. Ja, ich bin Nadja, ich werde 20, ich bin aus Offenbach. Boah, Traumfrau, komm zu mir. Traumfrau, komm, bitte komm. Ich schick dir, ich geb dir Leben in Madeira, sag mir, Alle. Komm mal vorbei. Oh mein Gott. Und ja, so. Boah, weißt du, wer heute dein Kandidat ist? Dein Boy? Wir checken. Hä? Warum seid ihr jetzt? Hä, Bruder? Die ist wunderbar, ihre Redensart. Ich hab mich direkt verliebt, Bruder. Das ist jetzt Miss Assi TV ist das, Digga. Wir checken jetzt einmal deinen Boy von oben bis unten ab. Ladies and Gentlemen, Barello. I've been really trying, baby. Baby. Die hat sogar gesungen für dich. Sag uns. Nadja Offenbach. Würdest du Barello daten? Ja, nein, begründe es. Also, nein, weil ich will niemanden, der von Clan zu Clan hopst. Das ist eine Traumfrau, ich hab euch gesagt. Habt ihr gesehen? Ich muss sie heiraten, schreibt mir auf Instagram. Heute noch, schreibt mir auf Instagram. Oh mein Gott! Wie bitte? Ja, ich will keinen, der von Clan zu Clan hopst. Tut mir leid. Der von Clan zu Clan hopst, du bist eine Ehrenfrau. Du hast Ehre, du hast Namus, du hast Sharaf. Ich liebe dich. Okay, und was? Ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Ich will dir live fragen, ob du mich heiraten willst. Was sind denn deine Typen so? Blond, so groß. Okay, also nicht so groß. Nein, das bin ich alles gar nicht. Nein! Das bin ich alles nicht, Karim. Nein! Hat so? Blond, so groß. Okay. Nein! Aber warte mal. Die Größe passt eigentlich, aber ich bin nicht blond. Ey, ich bin nicht blond. Alles gefickt. Also nicht so groß? Wie, was mache ich? Was denn? Was ist denn los, Karim? Ach, färben. Ja, färben wäre eine Option, aber ich weiß nicht, Bruder. Färben ist halt nicht original, Bruder. Wie würde das aussehen? Dann muss ich ja auch mein Bart färben, Bruder. Dann sehe ich ja aus wie Matthias oder Thomas. Das geht ja auch nicht. Das kann ich doch auch nicht bringen. Mach die Zigarette weg. Hey, mein Gott. Du hast recht, ich rauche nicht mehr, weil ich habe auch 4.900 Zuschauer. Das sind alles Kinder, Bruder. Das gehört sich einfach nicht. Das darf man auch nicht machen. Mir egal! Ich mache, was ich will! Das muss man mal machen. Das muss man mal sagen. Ich mache, was ich will. Okay? Deswegen bin ich ja hier. Also,
Lächt mein Eier, Mann, auch rein. Weiter geht's. Braune Augen. Braune Augen hat er. Okay, gut. Wir hören uns die Meinung von Barello an. Komm, Brra, stell dich mal vor. Ja, Barello Berra hier. Außerdem, ich rauche ja nicht, weil ich Bock drauf habe, sondern ich rauche, damit auch ein bisschen Raucheffekt hier im Stream ist. Damit ihr auch ein bisschen, weißt du, ich kann mir keine Nebelmaschine leisten. Boah, guck, du musst dich nicht mal vorstellen, oder? Natürlich, muss ich gar nicht. Bart sitzt, guck mal, er hat jetzt Vollbart. Er hat jetzt viel mehr zu sagen. Ja. Och, weil, ey, wo ich Barello gesehen habe, wo der überall hier rot hatte, weil er sich. Ja, die andere machen bei Haare transplantieren, er macht Vollbart transplantieren, Jani, ich bitte dich. Was ist das denn? Ja, natürlich. Okay, Barello Berra. Ja. Check, man hat die Offenbach einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Nein, 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 X. Hello, sag uns, würdest du Nadja Offenbach daten, ja oder nein, begründe es. Nein. Um ehrlich zu sein, sieht wie Huda in Fake-Version, deswegen... Boah! Aber... Scheiße! Deswegen... Denke ich... Ich würde nicht, nein. Was meintest du? Das wird gleich so eskalieren, ich sehe das jetzt schon, das wird komplett eskalieren jetzt, wo es fängt jetzt schon langsam an. Ey, ich will nicht wissen, was passiert. Ja, also, meine Meinung, ne? Im Livestream wolltest du noch neben mir liegen. Oh! Neben mir! Das heißt neben mir! Sogar ich weiß das! Neben mir! Oh! Guck mal, man kann sagen, was man will und hab so. Ich glaube, guck mal. Man kann sagen, was man will. Ich bin, glaube ich, auf ihre DMs schon gelandet, ne? Einmal, aber trotzdem ist nicht mein Typ und so. Ich sag nur für den Weib. Warte, bester Rapper. Boah. Guck mal, also die hat schon, guck mal, hübsch ist sie nicht, aber sie hat schon Talent und so. Bro, die hat Talent? Wo hat die denn Talent? Hübsch ist sie nicht? Nein, aber sie hat schon Talent und so, was Rappen und so angeht. Warum findest du sie nicht hübsch? Ja, okay. Also, keine Ahnung, weil sieht aus, ja, ist nicht mein Ding so, weißt du? Okay, was ist mit Huda, weil du Huda sagst? Nein, also in Fake-Version und so, weißt du? Weil Huda ist die Originale und dann dachte ich so, in Fake-Version zieht nicht, weißt du? Immer Originale so. Das ist doch diese Huda, so diese Käsesoße oder so. Wie, ihr habt die nicht? Ihr habt die! Diese, wo die bei diesem Burger King war, ich kenn die, ja, ja. Nadja Offenbach hat nur Talent zum Rappen und so, aber was Aussehen angeht und so, nicht mein Ding. Okay. Erzähl mir nichts mit deinem aufgemalten Edding-Bart. Oh! Facts auf den Tisch gelegt! Das... Jetzt wirklich, Barello, ich bin gespannt, was du sagst. Weil das ist hart. Weil du hast dir wirklich den Bart da einpflanzen lassen. Jetzt ist es wirklich interessant. Wallah, ich bin dir ehrlich. Wallah, was soll ich sagen? Ja, ich was? Du musst was sagen. Was Besseres. Seit wann klebt man sich Schamhaare ins Gesicht? Oh! Oh mein Gott, wo ist der? Guck mal, also meine Meinung und so, guck mal. Hey, okay, hey. Ist die Asche ist runtergefallen. Hey! Gleich springt mein ganzer Greenscreen. Aber Robin, was passiert, Leute? Ah! Ey! Warte, Chat, ich bin sofort da! Warte! Okay, alles gut. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern, ich mach weiter. Ihre Meinung und so, aber Männlichkeit kommt nicht vom Bart oder so, ne? Mein Chiro ist trotzdem 21,8 und das ist wichtig. Okay, also absolutes No-Go? Also, Nadja, tut mir leid und so. Ja, nein, begründe es. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, diese Frage, oder? So? Absolut. Ice Age, sit. Nein. Warum? Absolut nein. Erstens Sandalen mit Socken. Guck dir das an, ja? Guck dir das an. Warum hat der Sand... Was ist denn da los, Alter? Das ist doch nicht Barello, oder? Ja. Er tanzt so, wie ich weiß, auf Männern auf seinem sehe. Was hast du gesagt? Der tanzt so genauso, oh wie ich auf, bei Männern auf dem Ich weiß auch nicht. Ach, das ist nicht Barello, ich wollte schon sagen, ich wollte schon fast schießen. Okay, alles gut. Muss eine große Kleider holen. Ja, ich weiß auch nicht, er hampelt rum wie so ein Hänger, ja. Und ja, Hänger! Hä? Aber warum ist sie denn so respektlos? Hat mir dir keinen Respekt beigebracht? Vielleicht mal ein bisschen normal reden, mal ein bisschen kennenlernen? So, keine Ahnung, also ich finde das echt eib. Ich weiß nicht, was das überhaupt für ein Kleidungsstil ist. Also tut mir leid, das ist wie halt aus Altkleidersammlung. Das ist aus Altkleidersammlung. Also sorry, aber das ist echt zu viel. Wie aus Altkleidersammlung. Okay. Was sind deine Typen so? Blond, Locken... Und, blond. Warum denn immer blond? Warum denn nicht schwarz? Weil niemand unsere schwarze Haare mag! Jetzt ist ja in geworden. Weiße Haare ist jetzt auch in geworden. Bisschen mehr Stil und weniger rumhampeln. Wollen wir mal jetzt zu ihm rüber und fragen, warum er so rumtanzt?
Ja, bitte. Und ob er dich bitte aufdate? Nee, ich stelle ihn ja nicht. Ihr kommt dann dazu. Ich stelle ihn ja nicht. Auf gar keinen Fall. Okay, okay. Wir hören uns das mal jetzt von der Seite hier an. So, Bro, stell dich mal vor. Ich heiße Dennis. Oh mein Gott, Dennis. Ich bin umgegangen. Bruder, mal gucken, mal gucken. Woher kommst du? Frankfurt. Okay, wie alt bist du? 21. Warum tanzt du? Weil ich Techno höre. Was hast du gesagt? Er hat den Schiss. Weil du Dünnschiss hast, sagt die. Weil ich war 15. Was hast du gesagt? Er hat den Schiss. Weil du Dünnschiss hast, sagt die. Ach, die Kamera hat kurz reingeschissen bei denen. Ich wollte schon sagen. Weil ich war 15. Ja, warum tanzt er dann da rum, Bruder? Du bist doch gerade bei einer Show. Warum machst du jetzt einen den Heisen, Bruder? Mach doch nicht den Heisen, Bruder. Mach einfach dein Gespräch. Ja, nee, der macht da diese Show. Ja, nee. Na, was sagst du da? Dich gibt's an jeder Ecke. Oh. Wenigstens kann ich mich ordentlich kleiden. Was ist denn los mit dir? Ich muss zur Verteidigung sagen, mich gibt's an jeder Ecke. So. Ich höre nicht zu. Oh. Warum bist du dann aber hier? Oh. Zum ersten Mal kam aus deinem Mund etwas Gutes. Warum bist du hier? Mach dein Gespräch und ich weiß auch nicht, was ich dann. Scheiß drauf, Chat. Ich weiß, ihr seid selber abgefuckt wie ich. Ich verstehe das alles auch gar nicht mehr. Also dieses Frankfurt-Tinder, ich verliere gerade noch mehr Gehirnzellen als ihr, wenn ihr mal ein Video von mir schaut. Es ist wirklich schlimm gerade. Weil ich Pumping Monkey auf jeden Fall richtig hardcore feier. Boah, geil. Und seine Videos und Tinder so lange nicht mehr. Jeder wartet drauf. Okay, und was sagst du jetzt? Ja, ich würde sagen, er ist halt Fan und er möchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh, das ist es. Ich habe davor gesagt, jein, deswegen ist sie sich unsicher. Okay, jetzt babbelt der Scheiße, Bruder, der macht auf krass. Ja, nee, bitte zieh deine Kopfhörer aus und konzentrier dich mal auf die Show, Bruder. Du blamierst dich doch gerade vor allen Leuten. Ich will den doch gar nicht, guck ihn dir doch mal an. Aber du, ey, bitte, lass mich nicht hier gleich gebannt werden, Alter, was ja, ist denn das? Zu viel. Ändert Meinungen, so wie ich Unterhosen, Digga. Aber ey, mit Tüte geht's. Ja, mit Tüte, ich weiß nicht, wie unten drum, aber er ist groß, deswegen. Guck mal, ich will euch mal eine Sache sagen. Ihr dürft jetzt als Angreifer hier bleiben. Nein. Mit dir machen wir trotzdem weiter, weil du bist cool. Switchen einmal so, okay, ja, wenn das für dich okay ist. Ja, Mann. Okay, komm, wir gehen dann hier einmal rüber. Hello. Hi, was geht ab? Mein Name ist Celia Shea und ich bin die einen Dick hat. Oh, shit, oh mein Gott. Gut. Oh mein Gut. Gott. Dann wollen wir ihn mal einmal abchecken. Sehr gerne. Okay, guck ihn dir mal einmal kurz an. Aha, er ist nur am Tanzen, wie du siehst. Sag uns mal. Also er kommt sehr hibbelig rüber. Mhm. Die Schuhe fühle ich echt nicht. Mach gleich Fullcam. Wieso? Was ist da los? Warum soll ich gleich Fullcam machen? Ey, warum soll ich Fullcam machen? Der zeigt... Ey, nein, ihr macht Spaß. Warum sagt ihr dann, ich soll das gucken, wenn die... Die wollen, dass ich gebannt werde. Ihr wollt, dass ich gebannt werde, kann das sein? Digga, das ist mein dritter Stream. Ihr könnt mich doch nicht ficken. Ihr könnt mich doch jetzt nicht ficken, Alter. Warum tut ihr das denn? Aber ich hab Bock, das zu gucken. Ich weiß nicht, Alter. Soll ich's riskieren? Alles gut, das zensiert. Achso. Nein, er macht Spaß. Okay, alles gut. Okay, Troll. Okay. Wenn es kein Troll ist, ich komme nie wieder auf Twitch live. Achso, und das muss saukalt sein. Mhm. Aber, irgendwie... Unsympathisch finde ich ihn jetzt nicht. Er hat echt cool irgendwie. Okay. Ja. Okay, dann hören wir uns mal die Meinung nochmal von ihm an. Also, check sie mal ab von oben bis unten, bitte. I've been really trying, baby. Was sagst du? Würdest du sie daten? 100% ja. Oh, okay. Ja, ich auch, Digga. Okay. 100%. Also wer so feminin aussieht, auf jeden Fall, Alter. Aber safe gut gemacht, 100%. Also gefällt sie dir? Sehr. Okay, aber es gibt da nur eine Sache. Ich weiß nicht, ob dich das stört. Nein, das stört mich nicht. Hör mal. Es stört dich nicht? Also echt jetzt, es stört dich nicht. Also du weißt, dass ich einen Dick hab und der ist auch nicht klein. Stört mich nicht. Ey, das ist geil. Gefällt mir, Bruder. Dann könnt ihr euch auch gleich das anziehen und dann geben wir ihm, Bruder. Hey, Bruder. Ibis Hotel, Bruder, zwei Nächte. Ist übelst die Seltenheit, dass ein Mann zu mir steht, deswegen, ey, der ist es. Der ist mein Traummann. Okay, gib mir einen Kuss auf die Backe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, okay. Hart. Ich werde, glaube ich, echt hart langsam. Ey, der Chat hat mich gefickt.
Gott sei Dank habe ich. Gott sei Dank hat sie noch nicht noch mehr aus. Alles gut, wir brauchen keinen Vulkan machen. Alles gut. Man hat eigentlich noch nichts gesehen. Es ist alles gut. Wird's noch schlimmer? Mods, wird's noch schlimmer? Nee, okay. Sicher? Ich vertraue euch. Findest du die? Tim, danke für dein Abo mit Prime. Schon Baba, gell? Darf man anfassen? Willst du anfassen? Ja. Okay. Okay, nein. Ganz kurz, nein. Wir sind raus. Wir sind hier raus. Ey, das ist doch nicht euer Ernst, Bruder. Warum fickt ihr mich denn jetzt? Darf ich anfassen? Warte, ich guck mal alleine weiter. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich das nicht on Stream gezeigt. Walla, Gott sei Dank habe ich das nicht on Stream gezeigt. Ey. Ach du Scheiße, ihr ekligen Ewa, Bruder. Okay, wir gucken, wir spulen einfach vor. Diese Szene lassen wir nicht gucken. Wir gucken weiter. So, sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ist doch auch ein... Ist ein Junge? Ist ein... Nein, es ist leider nicht mein Typ. Aber, nicht dein Typ? Nein, aber er sieht gut aus, er sieht gepflegt aus, hat auch Style, aber ich würde ihn nicht daten. Was sind deine Typen? Boah, die ist wirklich also respektvoll. Von allen, von dem da... Ich hoffe, die ist aber nicht diese Ding. Die ist aber nicht diese ekelhafte... Gleich kommt diese ekelhafte von ihr raus. Ich hoffe, die ist diese normale. Bis jetzt? Mashallah, also... Ihr wisst schon, was ich meine. Alles gut. Also, ich stehe auf Große und... Schwarzhaare. Also, Nationalität ist mir egal. Ja! So. Boah, krass, guck mal, wie sympathisch. Aber ich bin nicht groß. Bin ich groß? 1,78, 79? Das ist Standard, ne? Das ist scheiße, das ist normal groß. Wie groß? Aber guck mal. Ah, scheiße. Ey, nein, du bist klein. Wie? Ich bin klein, Bruder. Ist gut. Nein, ja, nee, solide. Ah, alles gefickt, Alter. Wieso wollen die Frauen immer große Männer? Ja, nee, reicht doch, aber ne? Ja... Dann hören wir uns die Meinung mal von ihm an. Bin 14 und größer. Ach, scheiße. Hallo. Was hat Batu geschrieben? Du bist nicht alleine, Bruder. Ach, du bist ja auch, ja, Batu ist genauso groß wie ich. Super. Your name? My name is Mehran. Mehran? Yeah. Mehran kann nicht so gut Deutsch? No, I can just English. Okay, yeah. My English is good, Mehran, aber ich versuche ihn. Yeah. You checking von oben bis unten ab? I've been really trying, okay. Baby. Okay. Das ist auch so eine Mischung aus Emo und das ist, glaube ich, so ein eigener Ding-Geschmack. Weiß-schwarz aber, ist okay, ist schön. Mache ich auch manchmal, mache ich so Kombi, schwarz-weiß wegen schwarz-weiß Schuhe, dann schwarze Adidas, irgendwie sowas. Ist nicht schlecht. She was your type? Not actually, because, you know, I like normal tip, you know? It's too much for me. It's too much. Bruder, es gibt doch genug Deutsche, Janne. Wieso nimmst du denn jetzt einen Engländer, Bruder? Die Hälfte deiner Zuschauer verstehen doch gar kein Englisch. Ich verstehe auch nicht mehr. Yeah. Your style. Yes, sorry. She's beautiful, but it's not my type. I like middle skirt and, you know, normal style. Okay, but normal style is kind of boring, I guess. So. Normal style, my name is auch gut. Normal style is kind of boring, I guess. It's because of the, you know, the... Yes, get him. Mach ihn fertig. Yeah. Yes. Oh. Sag erst irgendwie being so. Normal is yesterday. Hast du gesehen, was ein Teufel die daneben? Die sagt, mach ihn fertig, nimm auseinander. Guck mal, wie respektvoll die ist. Yes! Sag erst irgendwie being so. Normal is yesterday. Hast du gesehen? Die war wie so Teufel, so daneben, so diese... Aber die hat sich nicht einschüchtern lassen von dem Teufel. What? I don't have nothing to say. And it's your type? Was? Oh nein. Das ist der Shaitan auf ihrer linken Schulter. Yeah. No, she's, you know, little okay. Long. What? Barello! Ich habe für Barello noch eine Kandidatin. Wie heißt du? Naima. Wer Naima dein Typ? Ob Naima mein Typ wäre, ja. Also ich bin ehrlich, also ich würde auf ihre DMs mal landen so. Der kennt meinen Onkel. Oh mein Gott. Und meinen anderen Onkel auch. Oh mein Gott. Wow. Barella und Insecto. Das wow. Meine Onkel. Ehrlich jetzt? Gefährlich. Ich glaube, ihr baut sich eine Beziehung auf. Also jetzt bin ich echt gespannt, ob sie wirklich gerade eine Beziehung aufbaut, weil die kennen sich und das ist schon mal geil. Sowas ist wirklich nur nice, glaube ich, vielleicht auch nicht. Ja, das sind die mächtigsten. Ja, ich habe Ansagen noch gemacht auf TikTok gegen meinen Onkel. Ja, ich habe Ansagen gegen ihr Onkel so gemacht vielleicht, aber aus Versehen, ja. Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung, das Video muss kommen. Tut mir leid, Abi, ich wusste nicht, dass die hier sind. Und schreib uns mal deinen Typen. Ja, sorry, nicht du, aber so Südländer und so auf jeden Fall. Also mit Südländer.
Zum ersten Mal. Bitte sag jetzt nicht groß, klein. Ja, nee, mach bitte weiter. Und? Vollbart. Mit Vollbart mäßig. Ja! Ja! Hier! Ja! Ja! Nicht Tinder so lange. Oh, ich hab mich verdrückt. Wo war sie? Meine Traumfrau. Nicht du, ja? Aber ja? So Südländer und so auf jeden Fall. Also mit Vollbart. Mit Vollbart mäßig. Ja. Und nicht mit einem gemachten. Ja, was soll ich machen? Ja. Guck mal, ja. Warum reduziert ihr mich wegen meinem Aussehen? Verstehe ich nicht. Ja, ich aber man sieht halt sehr, dass der Bart gemacht ist, deswegen. Aber der hat das Geld dafür. Ja, das stimmt auch wieder, aber halt auch nur von TikTok-Fitner machen und so, nicht von Job. Aber guck mal, Bruder, die schießt krass. Die ist perfekt, Alter. Zerstörungsvideo, die würde mit mir zusammen alles rasieren. Oh mein Gott, sie ist perfekt. Warum? Ich muss bei so einer Show mitmachen. Ich muss meine Traumfrau finden. Ich habe eine Frage so. Ja. Findest du schlimm, wenn dein zukünftiger Kopf in Toilette gemacht hat und so? Für ja, bisschen auf jeden Fall, Digga. Auf jeden Fall. Den würde ich nochmal den Kopf in die Toilette reinstecken. Boah. Baba. Stark. Sowas habe ich hier gewartet bei den ganzen Kandidaten da. Es wäre ja Katastrophe, aber die scheint mir bodenständig zu sein. Weißt du, wir sind ja in Frankfurt. Du bist ja aus Frankfurt. Nee, ja. Okay. Okay. Habt ihr für uns Iberash-Stories? Das sind auch so die Sachen. Iberash heißt Polizei auf Frankfurter Gangsprache. Ja, letzte Woche am Samstag habe ich mich da hinten vor dem Gipsen fast mit einem Typ gehauen. Sie hat sich fast mit einem Typ gehauen? Bruder, am Ende, ich heirate die, schlägt mich kaputt. Ich sag, mach den Stream jetzt aus und tag, Bruder. Und ich guck nach oben, ich sag, hey, Bruder, bitte. Hab da gechillt, ich hab mein Joint geraucht und dann kam... Die raucht die Gift? Die hat Arbia geholt. Nein, die Chill. Oh Mann, nein. Auf einmal die Bullen und so ein Typ. Und der Typ meinte, der haut auf Frauen und so. Und dann ist er auf mich losgegangen. Dann habe ich dem ein Ding geschoben. Und dann kamen die Bullen halt dazwischen. Und dann der wurde mitgenommen. Ja. Siehst du, das ist kein TikTok, das ist real. Guck mal, das ist real und so. Seitdem. Das ist real im Gegensatz zu dir. Seit diese Geschichte. Oh, die ist mehr Straße als Barello, Bruder. Was wollt ihr? Mehr Straße als Barello. Kann jeder schaffen. Sogar Gigant ist mehr Straße als Barello. Geschichte, was du gerade erzählt hast und so, habe ich null Interesse mehr. Assalamu alaikum. Ja, okay. Kein Problem, ich auch nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, die wenigstens haben Interesse an dir so. Stimmt das? Guck mal, im Endeffekt. Sind deine DMs voll? Es hat doch so schön angefangen. Wie ist das jetzt so eskaliert? Guck mal, meine DMs und so. Meine DMs. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ja, wahrscheinlich nur mit Beleidigungen. Guck mal, im Endeffekt, die geht nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich bin reich, die ist nicht reich. Okay, das ist wirklich abgehoben gerade von Barello. Das war ja wirklich die ekelhafteste Aussage, die ein Mensch treffen kann. Wir gehen beide nach Hause. Ich bin reich, du bist nicht reich. Was ist denn das? Ayyub. Das ist Ayyub, Bruder. Was, wie? Du ekelhafter F***er, Bruder. Sowas kann man, das großes L, Bruder. Sowas kannst du nicht bringen. Ich schwöre dir, ich rede auch oft über Geld. Ich will Patte machen, aber Bruder, ich mache nicht Patte, um anzugeben und meine Brille anzuziehen und zu sagen, ja, Bruder, ich habe Geld, Alter, ich habe dies und das, ich fahre Mercedes. Wisst ihr, warum ich gerne Geld verdienen will? Sage ich ganz offen und ehrlich, wegen der Freiheit, Bruder. Das heißt, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wir haben Bock auf Kino und wir wollen einen Film gucken, Bruder, dann gehen wir den Film gucken. Und wenn mein Kollege kein Geld hat für den Film, Bruder, dann gebe ich ihn mit Herz aus, sag hier, Bruder, nimm dir Popcorn, Cola, egal, wir gucken es jetzt gemeinsam, wir machen uns eine schöne Zeit. Oder wenn wir etwas vorhaben, Bruder, das ist das Einzige, warum ich Geld will. Für die Freiheit, dass wir das tun können, was wir wollen. Und Menschen auch natürlich was zurückgeben wollen. Aber so, Bruder, ist ekelhaft. Ich habe mich gerade angehört für diese typischen Twitch-Streamer, aber ich meine, der Unterschied ist, ich meine das halt wirklich ernst. Walla, ich meine das wirklich ernst. Nicht um anzugeben, aber das ist hart. Bruder, also den Satz muss ich mir nochmal anhören. Das war wirklich Ayyub. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ja, wahrscheinlich nur mit Beleidigungen. Guck mal, im Endeffekt, die geht nach Hause, ich gehe nach Hause. Ich bin reich, die ist nicht reich. Das ist... Woher willst du das wissen? Vielleicht habe ich ja mein Geld schon. Wer weiß? Wer weiß? Ah, guck mal, die macht die ganze Zeit. Die hab ich auch. Was? Ich hab Kooperation mit Blowjobs gemacht. Die haben jetzt auch neue Sorten. Raffi, danke für dein Abo. Hättest du nicht abonniert, Bruder? Was ich hier gerade mir anhören muss, hat die ganze Zeit. Was hat die gerade gesagt? Ah, guck mal, die macht die ganze Zeit. Die hab ich auch. Was? Ich hab Kooperation mit Blowjobs gemacht. Die haben jetzt auch neue Sorte raus. Was ist das denn? Blowjobs. Das musst du gleich sagen. Das ist ein Duft und ein Geschmack. Also, das kann man für Blown benutzen und man kann es aber so auch als Bodyspray benutzen und es soll einen Geschmack geben. Zeig mal, Barello. Ich will das auch haben. Wo kriegt man das? Ich will auch. Barello, probier. Oh. Nein, danke. Guck mal, ich bin ehrlich, ich dachte, Frank. Wir müssen jetzt weiter gucken, ne? Und so, ne?
ist nur auf YouTube, dies und das kaputt. Alter, ich bin hier Anik, diese Stadt, Anik. Tut mir leid, aber Anik. Man sich den Bart machen lässt. Kultur? Du redest über Kultur? Jawohl, Beef. Oh mein Gott, ja. Wie kann ein Barello über Kultur reden? Jetzt geht's jetzt richtig, jetzt kommen die Frankfurter aus hier raus. Sehr geil. Ja, jetzt geht's los. Bitte jetzt bin ich mal der Beef-Fitner, Mann. Kultur nicht in deinen Mund. Guck mal, Digga. Pumping, ne? Das, was ich in Leib gemacht habe, bitte mach dich mit mir hier. Bitte, ja? Was meintest du? Dass er nicht über Kultur reden soll. Wenn du mich nicht respektierst, respektier mein Vollbart und Salam Aleikum. Was für Vollbart, Digga, mit deinen Fakern da drinne, Wallabilla. Ey, bitte, das ist ja das Schlechte. Es hat so schön angefangen und dann wurde einfach auseinandergenommen mit Fakebart, Vollbart, was weiß ich was. Also, ey, Bruder, keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ehrlich, was? Krass. Er sagt Vollbart, aber das sind einfach nur Schamhaare im Gesicht. Gott, ey, ich boah, jetzt kommt diese Esel auf einmal von der Ecke schon wieder. Er sagt voll. Ja, tamam, wir haben verstanden. Okay, du bist krass. Tamam, du bist die Hübscheste auf der Welt. Ja, ne, reicht doch. Hör doch auf, ihn auch auseinanderzunehmen. Aber das sind einfach nur Schamhaare im Gesicht. Mein Gott, ey, ich würde sagen, wir beenden hier das Tinder-Video. Ich küsse eure Herzen. Die nächste Stadt bitte einmal in die Kommentare. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, der welche Stadt ist ja immer noch da hinten. Stadt. Ansonsten, es ist ja immer noch kalt. Sobald es warm ist, der Kollege ist immer noch am Tanzen. Ja, und dann wird es auf jeden Fall schön mit Publikum hier abgehen. Okay, sie tanzt mit. Aha, aha, alles klar. Gut, ich küsse eure Herzen. Tschüss. Lachkick, ich hab schon. Ey, Chats. Also sorry, also ihr habt mir was empfohlen zum ersten Mal und ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Das war ein geiles Video, Alter. Hat mir gefallen. Ich hoffe, was soll ich schreiben? Oh, Chat, was soll ich schreiben? Komm, ich schreibe es auf meinen Kommentar. Traumfrauen schreibe ich. Traumfrauen. Asahbe. Traumfrauen aller. Wie stolz er auf sein Kommi ist. Ich liebe es zu kommentieren. Ich kommentiere sehr gerne, tatsächlich.